dann starten wir. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz hier. Die erste Pressekonferenz in der neuen Saison, die alte Saison gerade vorbei, die neue schon wieder am Start. Ich entschuldige mich gleich nochmal vorneweg für meine Stimme, ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Kehlkopf. Ich begrüße die Gesprächspartner heute hier in der Schlossbrasserie Herberstein, den Vorstand des LASK, Dr. Sigmund Gruber, den sportlichen Berater des LASK, Magister Jürgen Werner, und den neuen Trainer des LASK, Oliver Glasner. Ja, wie immer beginnen wir bei der Vereinsführung. Sigmund Gruber, die neue Saison steht vor der Tür. Was erwartet uns als LASK, was erwartet den neuen Trainer und was erwartet vor allem auch die Vereinsführung mit der neuen Saison? Ja, vorweg einmal recht herzlich willkommen und danke an Thomas Altendorf dafür, dass er uns hier wieder Partie gewährt. Gleichzeitig nur kurz zum Organisatorischen. Nach der Pressekonferenz hat er für alle noch etwas zum Essen gekriegt. Also jeder, der dann mag und will, hat dann hinten dann sich das beim Buffet zum Nehmen oder kann sich das nehmen. Gleichzeitig auch noch danke an Thomas Altendorf, der wieder mit seinem Lokal hier den Sponsorvertrag verlängert hat und uns auch in der nächsten Saison zur Verfügung steht. Ja, Oliver Glasner, recht herzlich willkommen bei uns beim LASK. Ich bin nicht davon. Recht herzlich willkommen bei uns beim LASK. Wir sind sehr froh mit dieser Verpflichtung und dass er sich für uns, für den LASK mit entschieden hat. Und ich glaube, wir blicken sehr positiven Zeiten entgegen. Das war auch der Grund für uns, warum man diese Langfristigkeit des Vertrages mit abgeschlossen hat. Und ich bin sehr hoffnungsvoll für die neue Saison. Wobei ich auch gleich sage, der BVB wird sich immer wieder mitstellen. Wir müssen nicht aufsteigen. Danke für dieses erste Statement, Sigmund Gruber. Wir müssen nicht aufsteigen, sagt Sigmund Gruber. Jürgen Werner als sportlicher Berater. Wie schaut die sportliche Vorschau auf die neue Saison aus? Ja, erstens bin ich auch natürlich froh, dass der Oli bei uns gelandet ist. Das wird er dann persönlich erzählen. Ich habe mir vorgenommen, wir sagen, wir wollen heuer Vierter werden, weil das der Druck von der Mannschaft genommen wird. Aber wer in Oli und auch mich kennt, ist, dass wir da leistungsorientiert sind und auf jeden Fall den Ehrgeiz haben, dass man den LASK wieder in die erste Liga bringt. Der Sigmund hat schon gesagt, also das ist kein Muss. Es ist schon und schon angedichtet worden, wenn wir es heuer nicht schaffen, dann bricht die Freundesrunde wieder auseinander und dann haben sie kein Geld mehr. Und wir haben es vorher schon gesagt, wir haben einen 3-Jahres-Plan für den Aufstieg gemacht. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal erzählt, ich war letzte Woche in Köln und der Jörg Schmadtke weiß ja, dass wir uns da beteiligt haben und sagt dann, Jürgen Haas, super, im ersten Jahr schon Dritter in der zweiten Liga. Dann habe ich gesagt, naja, ist ein bisschen anders gelaufen, wie wir es sich vorgestellt haben. Also für jeden Außenstehenden war das nicht so schlimm, wie es uns dann angedichtet worden ist. Aber natürlich haben wir auch aus dieser Serie gelernt, was sich natürlich auch in der Personalfluktuation darstellen wird, dass wir gesagt haben, wir müssen noch viel mehr auf Charakter schauen, wir müssen schauen, dass die Truppe zusammenpasst. Und wollen natürlich wieder einen Anlauf machen. Danke. Ich gehe noch einmal, bevor wir den neuen Cheftrainer zu Wort kommen lassen, zum Sigmund Gruber zurück. Sprechen wir noch einmal kurz über die Verpflichtung von Oliver Glasner. Es wird relativ viel kolportiert, was mit Ablösesummen zu tun hat, was mit dem Ablauf der Verpflichtung zu tun hat. Was kannst du als Vorstand des LASK hier dazu sagen? Finanziell entgegengekommen wäre, und das ist so, dass er definitiv weniger verdient als wie vorher, hätten wir das nicht stemmen können. Den Vertrag habe ich leider von ihm nicht gesehen, weil es kein Game hat, sondern nur sein Lohnzettel. Abschließend wird er noch einmal kolportiert, dass der LASK hier eine Ablösesumme gezahlt hat. Das ist, auch wenn es hier mit über den LASK nicht durchfließt, auch nur halbrichtig, weil der Oliver Glasner sich das quasi selbst finanziert gehabt hat und hier ebenfalls darauf verzichtet hat für die nächsten Jahre, dass er diese Ablöse quasi selbst stemmt. Das war eine Idee von den zwei Herrschaften, was im Positiven ausgeht, also von Jürgen Werner und von Oliver Glasner.
Ich möchte da, entschuldige. Weil es normalerweise ja keinen Vertrag geben kann, bitte. Ins Wort fallen. Ich habe jetzt drei Wochen lang keinen Ton dazu gesagt zu der ganzen Geschichte. Ist mir oft sehr, sehr schwer gefallen, weil ja relativ viel geschrieben worden ist von, und ich sage ganz bewusst, von Halbwahrheiten oder immer wieder nur Ausbrüche. Und sage mal, es war sehr, sehr keine angenehme Situation und keine angenehmen Wochen für mich. Und weil ich deswegen jetzt auch aufgrund der Tatsache, dass in eine Richtung gegangen ist, wo beim letzten Spiel sowohl meiner Familie wie auch mir Gewalt angedroht worden ist, meine Mutter sie als Hure hat beschimpfen lassen müssen, einmal ganz klar Fakten auf den Tisch legen, weil ich einfach keine Lust habe, da vor allem Anfeindungen meiner Familie gegenüber zuzulassen. Fakt ist, es gab und gibt keinen unterschriebenen Trainervertrag von Oliver Glasner in Ried. Und zwar aus zwei Gründen. Der erste ist, es ist eine mündlich vereinbarte jährliche Zahlung nicht drinnen gestanden, und das zweite ist, es ist eine mündlich vereinbarte Ausstiegsklausel nicht drinnen gestanden. Deswegen habe ich den Vertrag nie unterschrieben. Und wo mir das dann abgesprochen worden ist, ist die ganze Situation halt dann etwas eskaliert. Und das zweite ist, im Zuge dieser Gespräche ist mir angedroht worden, sollte ich tatsächlich zum LASK gehen, mich sportlich, medial und politisch in Oberösterreich fertig zu machen, damit ich nachher keinen Job mehr bekomme. Und damit war für mich überhaupt unabhängig vom Thema LASK keine Basis mehr einer weiteren Zusammenarbeit mit Ried möglich, und habe mich dazu entschieden, halt dann, oder hätte mich auch dazu entschieden, in Ried sowieso meine Trainerlaufbahn oder Karriere nicht weiterzuführen. Und wenn irgendwer menschlich enttäuscht sein kann, wie ich es im Nachhinein gelesen habe in mehreren Medien, dann bin ich das und sonst überhaupt keiner. Und das ist mir ganz wichtig, dass einfach einmal diese Fakten am Tisch liegen. Und ja, deswegen. Danke, Olli, für diese ehrlichen und ich glaube auch erleichternden Worte zu deiner Person. Ich weiß, wie es dir in den letzten Wochen gegangen ist. Wir haben oft genug telefoniert. Man muss, glaube ich, jetzt nach vorne blicken. Die Sache mit Ried ist abgeschlossen. Wir sind froh, dass du bei uns beim LASK bist. Und ich glaube, da kann man für den ganzen Verein sprechen. Deswegen, glaube ich, blickt man am besten gleich einmal auf den Trainingsstart morgen. Was steht an? Was ist die Planungen in den nächsten Wochen mit der Mannschaft? Was sind auch deine Ziele, die du jetzt in der Vorbereitung mit dem Team verfolgst? Ja, muss ich mich gerade wieder mal ein bisschen einfangen. Es geht morgen los. Wir werden morgen Vormittag uns einmal treffen, uns einmal kennenlernen. Ich kenne zwar viele Spieler vom Namen, wie das mitverfolgt habe, aber jetzt noch nicht persönlich. Also ich denke, die ersten Tage ist einfach um ein gegenseitiges Kennenlernen, wobei wir natürlich sofort loslegen, weil die Vorbereitung ja relativ kurz ist. Ich will jetzt dann nicht einmal 5 Wochen bis zum Pflichtspielstart im Cup. Und wir werden einmal am Vormittag mit einem Laktattest einmal starten, um so diese körperliche Basis festzustellen. Und dann geht es eigentlich gleich los mit täglich 2 Trainingseinheiten, wo wir dann unser erstes Testspiel am Freitag am Abend haben. Da werden wir allerdings so, dass jeder maximal 45 Minuten spielt. Und wie gesagt, diese erste Woche steht einmal im Zeichen des Kennenlernens. Und dann werden wir jetzt uns so herantasten an das, wie wir spielen wollen, was passt für wen. Und wie gesagt, dann zum Pflichtspielstart und spätestens zum Meisterschaftsstart einfach schon in einer sehr, sehr guten Verfassung zu sein. Grundsätzlich, Oliver, von der Mannschaft her, was kannst du bereits sagen? Welches Konstrukt an Personal wird da sein morgen? Was erwartest du auch für ein Team, was morgen zum Trainingsauftakt da sein wird? Es ist so, dass in den letzten Wochen, aufgrund, dass ich mich relativ zurückgezogen habe, die Zeit natürlich nicht damit genutzt habe, die Beine hochzulegen, sondern habe mich sehr intensiv auch schon vorbereitet mit dem LASK beschäftigt, habe die Saison einmal angeschaut, wo ja der LASK im Herbst noch Tabellenführer war, aber im Frühjahr dann halt, warum auch immer, und dazu will ich mich und brauche mich auch gar nicht äußern, zurückgefallen ist. Und habe eine ähnliche Konstellation in Ried vorgefunden, als ich in Ried Trainer wurde, wo die Mannschaft im Herbst davor sehr, sehr gut war, im Frühjahr allerdings sehr, sehr schlecht. Und mir damals alle gesagt haben, naja, eigentlich ist die Mannschaft so gut wie im Herbst, und wir haben auch da oft gesprochen. Ich denke,
die Tabelle nach 36 Spieltagen ist genau das, wie eine Mannschaft ist. Es sind nicht die ersten 18 Tage und nicht die letzten 18 Tage, sondern wirklich, wie sie am Schluss dasteht. Und da ist der LASK dann Dritter geworden, allerdings auch 15 Punkte Rückstand auf den Meister. Und die zweite Liga oder die heute für morgen erste Liga hat sich ja sehr, sehr ausgeglichen dargestellt, wo ja bis kurz vor Schluss, glaube ich, 5 oder 6 Mannschaften um den Abstieg gespielt haben. Und deswegen ist für uns schon wichtig, dass wir uns verbessern, dass wir uns steigern, weil, das haben auch die letzten Jahre gezeigt, also du wirst 70 Punkte plus einfach brauchen, um am Ende vorne zu stehen. Heuer hat der LASK 51 gehabt, also deswegen, hat gehabt 56. Ja, 56 waren es am Schluss. Und also es fehlen uns da ein paar Punkte, die wir uns erarbeiten müssen, die wir brauchen. Man weiß halt auch nicht, wie sich die Liga dann darstellt, aber deswegen konzentriere ich mich zu 100% auf den LASK, dass wir unsere Hausaufgaben machen, unsere Punkte reinholen, um am Ende dann halt, ja, wie der Jürgen richtig gesagt hat, nicht das Muss, aber das Wollen, ganz vorne zu stehen, damit wir das erreichen. Jürgen, am Kader wird gebastelt, eine Neuverpflichtung ist schon bekannt gegeben worden, einige Vertragsverlängerungen können wir bekannt geben. Heute sind auch in der Presseunterlage 2 vermerkt. Was kannst du den Medienvertretern sagen? Ja, das erste ist einmal, wie ich schon vorher gesagt habe, es wird noch einmal einen sehr großen Umbruch bei uns geben. Das ist auf der einen Seite geschuldet. Viele alte Verträge, die wir mit übernommen gehabt haben, laufen jetzt aus. Du hast das schon richtig gesagt. Das ist Takonadi, Strobel, Kogler, Tempel und der im Winter verpflichtete Hara, den wir wieder zur Austria zurückgeben haben müssen, sind fix weg. Es gibt Anfragen für Neuhold und sehr aktuell jetzt für einen Sean Perry, wo wir eine Ausstiegsklausel dem zugestanden haben im Vorjahr, die der jetzt ziehen will, und haben sich natürlich umschauen müssen, wie können wir denn das ersetzen. Ja? Und haben, wie du schon richtig sagst, eine Neuerwerbung schon bekannt gegeben, den Manuel Kirke, den wir aus Wolfsburg geholt haben, der genau in das Anforderungsprofil passt hat, das der Olli gesucht hat, mit einem schnellen Spieler, mit einem charakterstarken Spieler, der auch weiß, wo es dasteht, weil man natürlich, wenn wir so viele Punkte machen wollen, wie es der Olli angekündigt hat, braucht man auch die Tore schießen. Und das Zweite ist, wir haben uns auch schon aus den eigenen Reihen verstärkt. Wir haben den Mario Reiter hochgezogen, der ein tolles Frühjahr in Basching gespielt hat, wo wir uns alle richtig gefreut haben, dass ihm das wieder gelungen ist. Nach 1,5 bis 2 Jahren Leidenszeit, wo er wirklich verletzt war, und von der Klasse waren wir immer überzeugt. Auch der Olli und die Assistenztrainer haben sich in den letzten Wochen nur davon überzeugen können in Basching, und da sind wir wirklich überzeugt, dass das eine klare Verstärkung aus den eigenen Reihen ist, und haben unsere Youngsters, den Hager und den Schmidt, auch nach oben gezogen. Beides U19-Nationalspieler, die sie auch gesporen in Basching bzw. in der Akademie verdient haben. Was auch zeigen soll, dass der Weg über Basching, wir haben den Stefan Hager von Bayern München geholt im Vorjahr und haben ihm gesagt, wir glauben, dass LASK Nutz bald ist, mach ein Jahr in Basching. Dort hat er sich als Führungsspieler, als Kapitän war, ausgezeichnet, und die Belohnung ist, dass er jetzt mit in den Kader kommt und dass man ihm sieht, dass der Weg der richtige war. Außerdem haben wir die Verträge von Bavaro Berwan und von Fabiano verlängert, dass wir zumindest ein bisschen Kontinuität in den eigenen Reihen haben. Und wie es der Lino schon gesagt hat, wir sind noch sehr, sehr optimistisch, dass wir in den nächsten, ja vielleicht sogar Stunden, weitere Transfers vermelden können. Ich bin seit der Geschichte mit Philipp Hosiner im Winter ein gebranntes Kind und möchte nicht gerne
etwas bekannt geben, bevor wir auch die Unterschriften unter dem Vertrag haben, siehe Oliver Glasner mit dem SV Ried, oder die medizinischen Tests durchgeführt haben, weil wir dann schon blaue Wunde erlebt haben. Also bitte ich um Verständnis, weil es dann wirklich schnell gehen kann. Also wir wollen nichts verheimlichen oder verduschen, sondern wir wollen erst, dass die Denken trocken ist und dann werden wir die weiteren Neuerwerbungen bekannt geben. Bin aber sehr, sehr optimistisch, dass wir 95% der Truppe schon zum Trainingsstart benannt haben. Also wie gesagt, morgen Trainingsstart, 15 Uhr in Pasching, am Vormittag finden Laktab-Tests statt, die nicht in Pasching stattfinden werden. Es gibt die Möglichkeit für alle Medienvertreter, ab 14.30 Uhr in Pasching Interviews zu führen. Ich werde auch vor Ort sein, wir werden das Ganze dann dementsprechend administrieren. Ich bitte aber dann kurz im Vorhinein um Bekanntgabe, wer vorbeikommt. Wie gesagt, 14.30 Uhr morgen, sollte sich heute noch etwas tun oder morgen in der Früh werden die Medienvertreter selbstverständlich umgehend informiert. Ja, das wäre einmal unsererseits die Gesprächsrunde gewesen. Jetzt gibt es Raum und Zeit, Ihre persönlichen Fragen an die Gesprächspartner zu richten. Georg Lebelhuber, bitte. Der Oliver leider unterbrochen gehabt hat, wenn es nach mir gegangen war, ihre Rechnung zahlt. Die wollten dann einen Goodwill dafür mitzahlen und dass man dort den Frieden, sage ich jetzt einmal, aufrechterhält. Ich habe das befürchtet, so wie das im Geschäft sehr oft üblich ist, dass dann nachdrehen wird und dann abschließend meines Erachtens noch nicht passiert ist. Ja, ist so. Aber nur einmal das, was dort jetzt dann fließen wird, oder was an die Räder kommt, hat nicht der Last mitfinanziert, sondern der Oliver Glasner sich selbst, und darum war es von meiner Seite her kein Problem, das war nur ein persönlicher Ratschlag in seine Person, und er hat gesagt, er möchte das trotzdem so haben. Für die Oliver, Alex, haben wir kurz gehört. Jetzt ein Ritt Geld zu überweisen, wo du sagst, du hast da eigentlich relativ schlimme Sachen mit der Rettungsschuld bei den Opfern. Ich habe ja schon bei Ihnen gesagt, ich will jetzt eigentlich zum Thema Ried nicht mehr äußern. Es ist, wie gesagt, es gibt viele Dinge, die eigentlich anders gelaufen sind, wie wir sie besprochen haben. Wir haben auch gesagt, wir kommunizieren das nach außen ganz anders, bis halt ich am Tag danach, eigentlich schon noch damals nach dem Austria-Wien-Heimspiel, wo ich heimgekommen bin und das dann lesen habe müssen, obwohl vereinbart war, es gibt eine gemeinsame Aussendung am nächsten Tag, wo die Spieler dann nach Mitternacht angerufen haben, weil wir ausgemacht haben, ich informiere die Spieler zuerst persönlich. Das war mir ganz, ganz wichtig, aber da bin ich, das hat nicht stattgefunden, so geheißen, wir geben keine Interviews. Ich habe erst der Mannschaft zur Mannschaft gesprochen am Pfingstmontag und habe ihnen die Situation dargelegt und habe gesagt, es ist noch keine Abschiedsansprache, weil wir wollen das letzte Spiel gegen Sturm Graz ordentlich und professionell über die Bühne bringen. Wie sie nach dem Training lesen haben müssen, auch das schon verlautbart, dass ich doch mit sofortigen Tag beurlaubt werde. Ich meine, ich habe das nach dem Training auch erfahren. Das war anders abgemacht, weil wir waren dann grillen gemeinsam mit der Mannschaft. Dann habe ich zur Mannschaft gesagt, jetzt muss ich doch eine Abschiedsansprache halten. Also es sind viele, viele Dinge einfach nicht so gelaufen, wie wir das besprochen haben. Ich habe die ganze Zeit am Mund gehalten und also es gäbe noch etliche andere Sachen, aber es ist auch genug. Ich glaube, ich kann auch nur dazu sagen, es ist mit auf meinen Mist gewachsen, weil ich dann eben auch den Draht zu den Rieder gesucht habe und habe gesagt, lass sie uns da amikal lösen, sonst gibt es nur Verlierer. Und das ist auch dann so passiert und wie es der Sigmund richtig gesagt hat, natürlich mit der Hilfe von Oli, aber das war dann auch eine gemeinsame Entscheidung, wo wir gesagt haben, und dann ist auch genug. In Oli hat sich dann weder und das von der anderen Seite nachgetreten wurde. Aber wie der Oli richtig gesagt hat, ich glaube, wir haben eine Last-Pressekonferenz und sollten sie nicht überreden. Und ja, da halt. Ich glaube, das letzte Spiel
Trainer Gartin, also wenn die Stimmung hat nicht so schlecht geschienen, wie du sie jetzt ausdrückst. Also wenn ich Ried nicht so auf war, gesagt habe, was ich auch schon gehabt habe, dann gehe ich rein. Aber unterhalte mich jetzt nicht stundenlang im Club. Macht jeder wie er will. Okay, ich glaube, das ist ein schlechtes Zeichen, wenn du bald beim Basket lang im Club sitzt. Ja, aber das verstehe ich nicht, weil er hat ja mit den handelnden Personen in Ried nichts Schlimmes oder mit den Spielern. Da kann er sich unterhalten mit denen. Nein, ich bin bei einer Frau gesessen, beim Brenner Ewald und seiner Frau, und ich weiß gar nicht, wer man so. Der Steffen ist dann gekommen und hat gesagt, er wird es dir jetzt sagen. Ich habe ihm abgeraten davon, weil wie ich angefangen bin, jetzt hier beide aus dem Büro rausgekommen. Und eine halbe Stunde später ist der Brenner-AT gestanden. Also, wie gesagt, um das jetzt nur einmal abzuschließen, diese Drohungen sind jetzt von Unbekannten gekommen und hast du da jetzt da was in die Wege geleitet? Welche meinst du? Na, dass du gesagt, du bist das Gewalt angetroffen. Nein, es ist also ein Riesenbanner, glaube ich, in Graz im Stadion. So, also bist du mit dem Viertel nicht mehr sicher oder so? Jetzt nein. Persönlich, aber diese Geschichten anzusetzen. Der hat ja in Ried auch angeboten, dich mit Jahren fertig zu machen? Nein, hack mal ab, es geht um einen Lask, schauen wir nach vorne. Wie gesagt, mir war nur wichtig, gewisse Dinge zurechtzurücken, die aber nicht von mir gestammt sind, sondern wo halt im Nachhinein Interviews, wo gestanden ist, oder Glasner hat uns vor die Wahl gesetzt, entweder das lasst man zum Lask oder ich höre total auf. Wie gesagt, die Voraussetzungen, dass das gefallen ist, waren andere. Aber nur einmal, egal. Ried ist Ried. Ich denke, zu Ried, was mir auch wichtig ist, es war ein sehr, sehr intensives, ein sehr, sehr lehrreiches Jahr für mich. Es war das erste Jahr meiner Trainerstation. Ich möchte mich auf dem Weg nochmal bei der Mannschaft bedanken, wo wir eine super Zusammenarbeit gehabt haben, die ja auch relativ einen großen Umbruch gehabt hat, wo wir sehr schwierig in die Saison gestartet sind, aber trotzdem immer extrem positiv waren untereinander und einfach versucht haben, ja, uns gemeinsam zu verbessern, was uns dann auch sehr, sehr gut gelungen ist. Und ja, wie gesagt, ich habe meine Erkenntnisse, meine Lehren daraus sicherlich gezogen. Ich habe auch jetzt noch mal Zeit genug gehabt, über viele Dinge zu reflektieren, was ich auch gemacht habe, und werde versuchen, natürlich den einen oder anderen Fehler, den ich mit Bestimmtheit auch gemacht habe, nicht wieder zu machen, und werde jetzt einfach, ja, und werde jetzt Stand mit heute oder morgen mit Trainingsbeginn einfach alles daran setzen, dass wir gemeinsam sportlich erfolgreich sind mit dem LASK. Und wie gesagt, da werde ich meine ganze Energie brauchen dafür. Ich werde sie auch einsetzen, gemeinsam mit dem gesamten Trainerstab, mit dem gesamten Verein. Und dieses Thema Ried und Trainer Oliver Glasner ist Geschichte, und ich bin überhaupt der Mensch, der nach vorne schaut, der sich nicht lang mit dem aufhält, was einmal war. Ich wollte einfach das nochmal klarstellen, aber jetzt nicht nach vorne. Und wer da, so wie ich die letzten drei Wochen nichts beantwortet habe, wer damit jetzt, und sage auch das öffentlich, keine Fragen mehr zur SPRIS und Oliver Glasner beantwortet. Dann gleich ein Problem anfällt, Frau Oliver, abgesehen davon, wenn man sich außerhalb des Windclubs in Ried im Viertel bewegt, weiß man ganz genau, und das hört man auch von den Leuten, dass sehr viele im Bilde sehen, welche Rolle die zweite Hand in der Person spielt, oder so, oder im Viertel sagen, Oliver Glasner ist ein Unmensch. Somit ist er für mich nicht abgeschlossen, was mich viel mehr interessiert, wenn das Glasspiel beim Maske-Spieler war, nicht kompetent glücklich, da war die Verletzung dabei. Warum bist du optimistisch, dass beim zweiten Anlauf jetzt auf der Trainerbank das deutlich besser funktioniert wird? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich im ersten Spiel keinen Kreuzbandriss erleiden werde. Also ich hoffe. Und ja, das zweite ist einfach, weil ich gemerkt habe in den Gesprächen bei uns und auch, ja, dass halt Leute hier am Werk sind, die eine Vision haben, die eine Perspektive haben und die auch alles daran setzen, mit dem LASK erfolgreich zu sein und den LASK wieder zurück in die Bundesliga zu bringen. Und das macht mir einfach sehr, sehr hoffnungsvoll. Bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da jetzt einfach, ich nenne es auch eine Mannschaft, die zwar nicht am Platz agiert, aber im Umfeld, das Trainerteam,
wie gesagt, im ganzen administrativen Bereich und bis hin zum Vorstand und zu den Freunden des Laskers da eine Mannschaft am Werk ist, die alle ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und das ist immer die Voraussetzung, dass nicht jeder sein eigenes Züppchen macht, sondern wir haben eine klare Perspektive, wir haben eine klare Vision und wir setzen unsere Kräfte und bündeln unsere Kräfte, um das zu erreichen. Und deswegen bin ich zuversichtlich. Der Vertrag mit Laskers ist aber jetzt unterschrieben, oder? Du hast dann durch die FAC Sauerbrettung gemacht, mit der Vertragslaufzeit 4 Jahre. Das ist möglicherweise ein Abstiegsklausel gegeben, aber wie hast du das interpretiert? Das hast du falsch interpretiert. Wir haben bewusst dort gesagt, wir binden uns gegenseitig länger. Das schwebt ja immer herum, dass der Oliver Glasner bei Red Bull immer ein Thema ist, nachdem er das Schmidt mit Schmidt als Assistenztrainer mitgemacht hat, dort schon sehr viel selber gemacht hat. Und auch der Oli hat verzichtet, dass er sich da eine Ausstiegsklausel reinschreiben lässt, weil wir wirklich bewusst gesagt haben, wir wollen ein Modell Club machen, wo wir eine Mannschaft zusammenstellen, wo wir meinen, dass da vieles möglich ist und dass das nicht mit ein oder zwei Jahren befristet sein wird, um ihm auch zu zeigen, dass es nicht sein muss, dass der Erfolg sich sofort einstellt. Und ich habe da im Guardiola-Buch gelesen, den sie uns ja eh alle als Vorbild hinstellen, dass er gesagt hat, wenn du was veränderst und was anders machst, na, dann wird es am Anfang vielleicht sogar die Kurven nach unten gehen, bevor sich der Erfolg einstellt. Also wir sind auch dort gewappnet und haben einfach das Vertrauen. Und ihr könnt mir es glauben, der Sigmund und ich haben sie 14 Trainer angehocht. Und nicht nur einmal, sondern wir haben es uns wirklich nicht leicht gemacht. Und daher sind wir auch von dieser Wahl so überzeugt. Oliver, die Rolle ist ja definiert, zumindest auf Pressesendung, Trainer und Sportdirektor. Wie ist das jetzt genau abgesteckt? Was kommt jetzt mehr auf dich zu im Vergleich zu dir? Ja, natürlich. Ist ein bisschen umfangreich, aber auch das haben wir uns gemeinsam bewusst für diese Konstellation entschieden. Aber es ist halt relativ klar auch abgesteckt. Natürlich in der strategischen Kaderplanung ist mein Wort gewichtiger, aber es ist auch da, es ist jetzt keine One-Man-Show, kein Alleingang. Das gibt es sowieso heute nirgends mehr, aber sie hat halt etwas mehr Gewicht. Es ist natürlich so im Umfeld, der Jürgen und der Sigmund schon gesagt haben, wir sind jetzt dabei, gewisse Strukturen zu schaffen, sei es in der medizinischen Abteilung. Da bin ich natürlich mit involviert, was jetzt nicht unbedingt am Platz stattfindet. Aber es ist auch so, und das ist auch ganz klar, natürlich führe ich keine Vertragsverhandlungen mit irgendwelchen Managern, weil man, wenn wir davon Profis, die seit mehreren Jahrzehnten fast schon davon leben, dann sollen die das machen. Also ich bin einer, der auch ganz klar, jeder soll da, wo er seine Stärken hat, einbringen. Und wie gesagt, so im Schaffen von Strukturen im Bereich auch über das Weiterführen, über diese Kooperation mit Bashing, unserer Juniors, bis weiter hinunter dann einmal in Richtung Akademie, um da eine gemeinsame Linie zu kreieren, zu fördern. Wie gesagt, das sind so jetzt die Hauptaufgaben der nächsten Wochen und Monaten. Neben dem Wichtigsten, und das Wichtigste ist natürlich, die Mannschaft so auf Vordermann zu bringen, damit wir gewinnen. Wie wird dann der Doppelpass mit dem Mannschaftsschiff funktionieren? Oder wie hast du da abgesprochen? Das kann ich vielleicht beantworten. Das ist genau der Punkt, dass sich der Freddy ja da überfordert gefühlt hat, dass er dann auch noch die Spieler aussucht oder womöglich beobachtet. Und das ist genau der Punkt, wo wir den Oli auch gebeten haben, in der Personalauswahl, in der Beobachtung, im Scouting, im Zusammenstellen der Mannschaft, dass er da einen großen Part mit übernimmt und das auch die Bitte von Freddy, dass wirklich im sportlichen Bereich und Fragen, die den sportlichen Bereich betreffen, auch alle an den Oli gestellt werden, weil der Freddy dort auch dann überfordert war, wenn es ins Detail gegangen ist, wo wir Gespräche geführt haben, wo er womöglich gar nicht dabei war. Das haben wir jetzt schon in dieser Vorbereitung für die Kaderplanung der Saison schon so durchgeführt, dass der Oli mit seinem Stab gezeigt hat,
und der Freddy und ich dann die Gespräche geführt haben. Darf ich da dann noch kriegen? Wir warten noch auf die Senat 5 Entscheidung. Das ist eigentlich normalerweise eine formaljuristische, wobei bei der Liga ja, kann man sich nicht ganz sicher sein, bis man es wirklich schriftlich so jetzt dann in der Hand hat. Aber es ist ja die Ausgliederung der Lask Spielbetriebs GmbH, erfolgt ja zu dieser Saison. Und das heißt dann, dass grundsätzlich die ganzen Profi-Angelegenheiten in der GmbH unten mitliegen und bis zum Nachwuchs, sage ich jetzt einmal, im Verein, also damit die Gemeinnützigkeit ja nicht verloren wird, die gibt es in der neuen Steuerreform, ist ja jeder angehalten, dass er diese Spielbetriebs GmbHs mitmachen wird. Wir ziehen hier noch Austria Wien, Sturm Graz als dritter Verein und ich glaube, der erste in der zweiten Bundesliga, ich glaube, die Horner machen es jetzt dann auch noch, aber das hat andere Gründe bei einer, dass wir diese GmbH schon gegründet haben und da liegt dann der ganze Profibetrieb mit drin. Das heißt, der Einfluss des Vereins wird dann eher im Nachwuchsbereich, sage ich jetzt einmal, mitliegen. Ich möchte noch mal kurz in die Frage gehen. Wann war von Seiten LASK, oder Oliver Klaasen, wann der so LASK-Trainer werden, dass ich das Projekt angehen und alle, wann war für dich, war, ich möchte dorthin, also vielleicht mal kurz chronologisch nachzählen. Klar war es relativ spät, also wir waren in unserer Trainerauswahl schon sehr, sehr weit, bis das Signal gekommen ist, dass der Olli dort aufhören will. Und dort war für uns eine klare Entscheidung, wenn das so passiert, sind wir gewerbefuß, weil natürlich so eine Lösung für uns die Ideallösung war. Aber auch in Absprache mit Oliver so war, dass ich gesagt habe, du, das ist aber nur, wenn du dort wirklich rausgehst, wenn du für den LASK frei bist, sonst machen wir einen Schritt zurück und die Gespräche hat es nie gegeben. Der Olli hat es auch wirklich schwer gemacht, aber das kann ich soll man am besten sagen, also für uns ist es relativ spät festgestanden, weil wir vorher gar nicht am Zettel gehabt haben. Jürgen, Entschuldigung, aber trotzdem, also, er wird sicher irgendwann mal ein Top-Trainer, bin ich überzeugt. Und warum ist man, also ich will jetzt ja nicht falsch verstehen, aber warum ist man noch, ich betone mich, ein Jahr ist er bislang nur Cheftrainer gewesen, da kann er nichts dafür, jeder muss einmal anfangen, ist ein Jahr. Jetzt, warum ist man dennoch so überzeugt? Ich meine, dass die Rennsaison war nicht so gigantisch, der Anfang war schwer. Da gibt es eine Fehler zu dir gemacht und macht das, ist kein Problem. Aber warum ist man so überzeugt? Also das verstehe ich. Ja, das kann ich leicht beantworten. Ich kenne jetzt den Olli mittlerweile seit 15 Jahren, habe ihn auch durch seine Karriere begleitet, habe die Gespräche in Salzburg mitgeführt, habe die Gespräche mit Leverkusen mitgeführt und kennt sein Fachwissen über Fußball. Also das, ich hätte auch genommen, wenn er überhaupt noch keinen Verein trainiert hätte. Wir haben, kann ich auch jetzt offen sagen, einen Trainer kontaktiert, der ist in der deutschen Bundesliga U19 Trainer, hat noch nie eine Bundesliga-Mannschaft trainiert und der war überzeugend. Also ich meine nicht, dass entscheidend sein soll, wie die Vorgeschichte ist, sondern wie ist man von dem Menschen und von seiner Qualität als Trainer überzeugt. Und nur mal, der Simon hat es wie in einer Filmszene gesagt, du hattest mich schon nach 10 Minuten oder so irgendwas, wie wir die Fachgespräche geführt haben. Da kann ich es nur mal sagen, also das für mich ist dann nicht ausschlaggebend gewesen, wie lange wir warten müssen, also dort, wenn der Oliver Glasner am Markt war, war für mich klar, den wollen wir. Und das hat nichts mit der Vorgeschichte in Ried oder in Salzburg zu tun, sondern weil ich einfach überzeugt bin, das, was man einer Mannschaft vermitteln will, das kann ich. Das sind diese Gespräche anders geführt wie damals als FC Linz-Manager, weil, um es wirklich auszudrücken, damals hattest du ja nicht das glücklichste Händchen bei Trainerverpflichtungen. Wir haben eine ganze Menge gehabt.
in relativ kurzer Zeit. War interessant. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt um mich geht. Ja, natürlich, ja. Du bist lang genug dabei, dass du weißt, dass damals andere Voraussetzungen waren und ich nicht immer entscheiden habe können, was passiert. Aber ist, glaube ich, völlig irrelevant. Das ist jetzt 20 Jahre her. Und auch ich habe natürlich Fehler gemacht und auch ich habe gelernt, so wie es der Olli gesagt hat. Ich kann nur sagen, bei uns im Vorstand und ein paar LASK-Freunde sind mit da auch, die Entscheidung natürlich mitgetragen haben, weil das war ja keine einsame Entscheidung von mir oder vom Sigmund. Aber die Überzeugung, die war einfach schnell da und das fachlich und menschlich. Oliver, Entschuldigung, umgekehrt. Bist du sicher, man immerhin hat der LASK früher bewiesen, wie man eigentlich ein Mann, von dem man überzeugt ist, bei dem man bei der Pressekonferenz kurz vor Saisonauftrag gesagt hat, dass er die unser Garant ist, auch Dachwacher, dass man den eigentlich nur drei Runden dann vorgesetzt hat, bist du überzeugt am Lass, auch die Kummer werden, die Konsort-Tipps haben zu dürfen? Ich bin mir sicher, dass ich die Mannschaft weiterentwickeln kann und die Mannschaft besser machen kann. Das ist das, wo ich mir sicher bin. Und wenn man, was gesagt hast, Ried durchschnittlich, ich habe mir das auch, ich habe mir auch Ried sehr genau angeschaut. Ich habe dir einmal angekündigt, irgendwann im Laufe der Saison dir mal Statistik zukommen zu lassen. Das Statistik-Fan ist vielleicht interessant für alle anderen, um das darzulegen. Ried hat, und ich schaue mir immer ein paar Jahre zurück, sondern nicht zwei Spiele, sondern ein paar Jahre zurück, einen vierjährigen Abwärtstrend hinter sich in allen Bereichen. 58, 48, 46, 43 Punkte. Der Gegentorschnitt von 1,06 auf 1,83 pro Spiel gestiegen. Und wenn ich jetzt sage, über die Saison haben wir den, sogar über die Gesamtsaison haben wir in allen Bereichen einen Turnaround geschafft, die Gesamtpunkte im wenigsten. Wenn man aber jetzt sich das anschaut und auch das, war eines, wo ich gelernt habe, dass alles nicht in fünf Wochen Vorbereitung funktioniert, sondern gewisse Dinge länger brauchen. Und man jetzt sagt, okay, das erste Drittel einer Phase der Konsolidierung nimmt, wo dann das Werk ja ein bisschen besser zum Laufen begonnen hat, und sich die letzten beiden Drittel anschaut, also 24 Runden, und das ist jetzt nicht zu sagen, das ist ein kurzfristiger, sondern das ist schon ein relativ langer Trend über die Saison, dann sind wir mit Punkten, Gegentore und geschossenen Tore, jetzt haben wir die relevanten Statistiken für Fußball, wieder fast dort, wo wir vor vier Jahren waren. Nämlich wir haben 1,17 Gegentore bekommen wieder und jetzt von 1,83 runter auf 1,17 ist nicht so ohne. Wir haben den Torschnitt der letzten jährigen Saison, wo noch René Gartler, Robert Schul unter anderem bei Ried waren, die mittlerweile beide in Deutschland in der zweiten Bundesliga spielen, haben wir gleich gehalten und wir haben den Punkteschnitt auf 1,46 erhöht. Letztes Mal vor vier Jahren war er noch eine Spur höher. Also ich denke schon, dass es uns als Trainerteam gemeinsam mit den Spielern gelungen ist, da was weiterzubringen, die Mannschaft weiterzuentwickeln und Ried wieder von einem vierjährigen Abwärtstrend, den eben wieder den Turnaround zu schaffen und wieder eine Bewegung nach oben einzuleiten. Und deswegen bin ich mir sicher, dass uns das auch bei LASK gelingt. Aber ich bin mir, es wird sicherlich kein Honig lecken, es ist viel, viel Arbeit, aber auf die freue ich mich. Und wie gesagt, jetzt nach drei Wochen nichts tun und mir jeden Tag auch auf den Mund hauen, bin ich froh, dass es morgen endlich wieder losgeht und ich mit der Mannschaft, und ich bin mir auch sicher, dass die Mannschaft wieder brennt, ja, die ersten Schritte einzuleiten, um erfolgreich Fußball spielen zu können. Ja, ich bin mir, wie gesagt, ich bin mir sicher, die Mannschaft besser zu machen und weiterzuentwickeln. Und schon, aber das sind die Voraussetzungen, um gar nicht in lange Tiefs zu kommen. Und wie gesagt, da bin ich mir. Ja. Du hast ja selber gesagt, du bist überzeugt, dass er Schützentrainer wird. Ja, aber Georg, ich stehe auch nicht an zu sagen, im Nachhinein, der Trainerwechsel von Gladbacher war ein Blödsinn. Ja, das kann man ganz offen
im Nachhinein sagen, aber die Leute, die das zu verantworten haben, haben sich ja was denkt dabei, genau das, was der Olli jetzt bei Red gesagt hat, war bei uns genau umgekehrt. Also der Schnitt ist nach unten gegangen. Wir haben genauso viele Tore geschossen wie Hartberg, die dann angestiegen sind. Im Herbst hat uns der Bavaro Berwan nur auf einen Torschnitt von 0,8 gehalten. Und wir hatten alle Angst, dass das gemeinsame Ziel verfehlt wird und haben dann reagiert. Nur mal im Nachhinein kann man sagen, das war ein Blödsinn. Und das kann man ja offen zugeben. Jetzt sind wir 17 Monate im Amt und ich meine, dass viel gute Dinge für den LASK passiert sind in der Gruppe. Das war ein Blödsinn. Ja? Aber trotzdem sind wir einfach überzeugt, dass wir jetzt noch eine Stufe moderner geworden sind, dass wir nur eine Stufe akribischer geworden sind und dass wir auch gelernt haben, im Vorstand, in der Freundesgruppe, was wir denn wollen und wie wir sie erreichen können. Und da, wie gesagt, also auch bei den Spielern ist nur mal ein Schnitt notwendig gewesen. Und ich kann nur sagen, wir haben sie wirklich die Mühe gemacht und haben sie 14 Trainer angehört und haben die gesehen, wie unterschiedlich die Leute vorbereitet in die Gespräche gekommen sind, mit welchen Ideen, mit welcher Zukunft, mit welchem Konzept für den LASK. Und daher, sage ich, ist uns die Entscheidung da einfach leicht gefallen und mehr, wie das alle, die da mitarbeiten, überzeugt sind, kann man eh nicht bieten. Du hattest mich schon nach dem Hallo. Ach so. zu dir persönlich, ein bisschen ein Zitat, das hat die Mannschaft angefangen. Du hast im vorletzten Spiel, das Sky, glaube ich, nachzulesen, gesagt, es wird keinen großen Umbruch geben, weil es bringt Unruhe in die Mannschaft. Heute hast du einen sehr interessanten Satz gesagt, wir müssen noch mehr auf Charakter schauen. Heißt das, die Mannschaft ist falsch zusammengestellt gewesen oder? Ich muss dir mal vom Herbst zitieren, was gesagt hast, toll zusammengestellte Mannschaft. Meine Analyse daraus ist folgende, wir haben eine Mannschaft vorgefunden im Jänner 2015, die eine zusammengeschweißte Truppe war, die Stürme überstanden hat unter Reichel, die kurz vor dem Konkurs gestanden ist. Und die Burschen haben super zusammengehalten, haben auch, wie es kein Geld gibt, dann weiter da. Und dort haben wir ein großes Glück gehabt, dass man Mannschaft übernehmen hat können, die in sich geschlossen war und auch sportlich auf jeden Fall das Zeug für die Regionalliga gehabt hat. Und das hat auch der Reichel gut zusammengestellt, die Truppe. Innen 2014. Innen 2014, ja. Wir haben dann versucht, mit Markus Blutsch und mit Kovacevic die Truppe nur einmal so aufzurüsten, dass wir sagen, ja, für die Regionalliga braucht man es vielleicht nicht, aber für die Relegationsspiele ist gut, wenn wir nur Qualität haben, wenn ein oder zwei verletzt sind. Das ist aufgegangen, wir haben auch mit ein bisschen Glück die Relegation überstanden und sind dann, weil halt die meisten Spieler, wie es jedem geht, der in der Relegation spielt, am Markt schon weg sind, vor allem die ablösefreien Spieler, weil die wollen nicht so lange warten und wollen nicht warten, ob es das du schaffst oder nicht. Bis auf den Hinum und am Airbag, wo ich es selber ein wenig beeinflussen habe können, sind wir mit der Regionalliga-Mannschaft in die Herbstsaison gegangen. Und das war ein bisschen ein ambivalentes Gefühl, weil es gesagt hast, naja, gegen Bahndorf recht überlegen waren wir nicht. Und in einer 10er-Liga, wo zwei ansteigen, 20% der Liga ansteigen, was es sonst in keiner Liga der Welt gibt, kann es sein, dass man gleich hinten reinrutscht. Und ich habe prophezeit, dass 4 bis 5 um einen Abstieg gespielt waren, es waren dann sogar 7. Ja? Und das Schicksal von Innsbruck und St. Pölten, die bis zum Schluss zittern haben müssen, wollten wir nicht erleiden. Haben dann noch 9 Runden, waren wir Zweiter hinter Liefering, haben nur eine Partie verloren gehabt,
Und zwar in Innsbruck auswärts in der 86. Minute. Und ich bin an die Freunde des LASK herangetreten und habe gesagt, liebe Freunde, wir sind, da ist keiner besser in der Liga wie wir. Wenn wir jetzt nur mal investieren, dann, versprechen kann man es natürlich nicht, aber dann haben wir hohe Chancen, dass wir in dem Jahr schon um einen Aufstieg mitspielen. Wir haben dann durch einen schönen Zufall mit Kaiserslautern, die uns zwei Drittel vom Gehalt gezahlt haben beim Drahtzahn, mit dem Dovedan und mit dem Michael drei nachgeholt, um diese Truppe noch einmal zu verstärken. Und das ist auch gelungen. Die nächsten sechs Spiele haben wir fünf gewonnen und ein Unentschieden und wir waren auf einmal fünf Punkte vorn. Die Geschichte kennst du dann, dann sind wir abgestürzt, im Ende des Herbstes haben nur mehr drei Unentschieden gespielt und man hat in der Mannschaft gemerkt, dass wir nicht mehr so gefestigt sind. Der Taxi ist dann gekommen und hat gesagt, Jürgen, ich habe gegen den FAC in Taco als Stürmer eintauschen müssen, wir sind vorne zu schwach. Ja? Okay, also haben wir versucht, am Markt wieder zu sondieren und haben mit Stefan Savic, der 11 Vorlagen gegeben gehabt hat bis zu dem Zeitpunkt in Liefering, und mit Mara Martin, der vorher mit Altach aufgestiegen ist, dort die meisten Tore geschossen gehabt haben und haben geglaubt, dass wir damit genau die Schwachpunkte besetzen können und dann Richtung Aufstieg gehen können. Meine Analyse ist nicht, dass ein einzelner Spieler davon charakterschwach war oder dass nicht zusammenpasst hat, aber wir haben mit dem neuerlichen Einschreiten da diese Mannschaft, die da als Einheit war, unterspült. Ich sage jetzt, der Kogler war immer gesetzt vorher, der war natürlich nicht zufrieden, dass das so passiert ist. Der Takonadi war gesetzt, war nicht zufrieden, dass das so passiert ist. Und die Einheit hat sicher darunter gelitten. Und daher haben wir gesagt, wir wollen heuer, und da sind wir am besten weg hin, wenn es geht, die Mannschaft, wenn es am 16. Juni losgeht, bis auf ein oder zwei, wo wir halt nur Sachen abwarten müssen, beieinander haben, dass die gemeinsam in die Vorbereitung gehen, dass die gemeinsam ein Teambuilding machen können, dass die gemeinsam die ganze Saison durchstehen. Und wir müssen uns leider verabschieden, dass das jetzt die alte verschworene Gemeinschaft ist, wo die alle dabei waren. Und das habe ich gemeint, aber wie es das du eben gesagt hast, das war halt im Herbst, waren alle Schulterklopfer da und haben gesagt, perfekt zusammengestellt und die Punkte oder die Positionen, die nicht besetzt waren, super mit Spielern aufgefüllt, und im Frühjahr war das alles falsch und wir waren die größten Trotteln, dass wir die Mannschaft so zusammengestellt haben. Ich möchte es nur mal erwähnen, wir sind als Aufsteiger Dritter geworden, also solche Volltrotteln sind wir auch nicht. Und wie gesagt, Innsbruck hat beim letzten Spiel noch kämpfen müssen, die ein ähnliches Budget in der zweiten Liga haben wie wir, hat bis zum letzten Spiel kämpfen müssen, dass sie überhaupt in der Liga bleiben. Das mit den Volltrotteln habe ich ja keinen Unterschied, also wie viel ich nicht, oder die anderen, aber ich nicht. Aber es ist ja darum gegangen, dass du gesagt hast, und es ist auch zum Nachlesen, es wird keinen großen Umbruch geben, weil das Unruhe bringt, und darum die Frage, diese Heiligen, die so die Wohnung, da kommt man vor, oder war Mockert des Nachtretens oder irgendwie, warum jetzt doch dieser, du hast es ja selber gesagt, auch große Umbruch, ist das dem neuen Trainer geschuldet, der gesagt hat, naja, mit der Mannschaft, die da war, nein, gar nicht. Also das habe ich schon vorher gesagt, jetzt war erstens einmal die Gelegenheit, wo viele Verträge auslaufen, das was wir ja vorher nicht beeinflussen haben können. Und zweitens, als Beispiel sei hier gesagt, der Berry, wo man sich gar nicht wehren, den hätte man natürlich nicht gern weggegeben, wo man sich nicht wehren können. Kann man von Berry verraten, wo sein Nutzen hat, der angeschlossen ist? Das ist ganz nette Geschichte, oder für ihn, für uns nicht so. Wir hatten ja den Thomas Oral auf unserer Trainerliste und der ist zum Lieferingsspiel gekommen und hat mit uns nachher verhandelt. Beim Lieferingsspiel ist ja mal ins Auge gestochen, das war der Berry. Und da er dann einen Tag später FSV Frankfurt übernommen hat, nach unserem Gespräch, und jetzt auch dort bleibt, hat er dem Berry oder der FSV Frankfurt dem Berry ein Angebot gelegt, und
Erstens haben wir ihm ja versprochen, wenn man nicht aufsteigt, dass er zu einer bestimmten Summe aussehen kann. Und zweitens ist vielmehr eine Chance, wo er sich in der zweiten Bundesliga zeigen kann. Also kann man das auch nicht verwehren. Du hast ja auch das Stichwort Christopher Platz angegeben. Gibt es da irgendwelche neue Entwicklungen? Wie schaut es aus? Nein, beim Christopher Tatzan gibt es keine neue Entwicklung. Dort ist eben, das kann ich auch da ganz offen sagen, wenn Kaiserslautern nicht mithilft, haben wir keine Chance, das zu finanzieren. Er hat jetzt bis 30.06. bei uns Vertrag und das wollen wir auch weitlich ausnutzen. Also er sollte da mit tun natürlich. Aber wenn sie ihn dann zurückrufen, können wir sie auch dort nicht wehren. Okay, anschließend, wie ist der mit Savic und Dobedan hat ganz normal Vertrag, Savic hat keinen Vertrag. Wenn wir gerade von den zwei reden, ist das auch Oli Klasner, das sind die Spieler, die dem System eigentlich nicht sehr entgegenkommen. Vielleicht noch nicht das gezeigt, sondern was möglich wäre, wenn jetzt zwar kurz um System, Klasner Ried, in der Wirkung zum Last Ried. Ja, ich denke, wenn man sich anschaut, nehmen Sie das einmal, Guardiola ist heute schon zitiert worden oder erwähnt worden, dann gibt es, der hat einmal gesagt, über den Xabi Alonso, er ist der schlechteste Spieler, wenn es darum geht, Bälle zu erobern, aber er ist der Beste, wenn es darum geht, den Ballbesitz zu spielen. Und er will Ballbesitz spielen und deswegen hat er ihn geholt. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch, dass wir uns jetzt Spieler, die hier sind, die wir unter Vertrag haben und Spieler, die wir holen, dass die halt die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen. Und ich denke, man hat das jetzt gesehen, in welche Richtung wir uns, wie Oliver Glasner Fußball spielen will, nämlich sehr, sehr aggressiv verteidigen und blitzschnelles Umschalten. Auch das hat mir Sky einmal gesagt vor ein paar Wochen, dass Ried die Mannschaft ist, die nach Ballgewinn am schnellsten die Tore erzielt hat in der ganzen Bundesliga. Und ja, das ist halt so, wie wir auch beim LASK spielen wollen. Aber wir werden das nicht übers Knie brechen, wir werden jetzt nicht sagen, zack, und in drei Wochen können wir das perfekt, wir werden uns da herantasten, aber jetzt aggressiv verteidigen, dann schnell umschalten, schnell in die Spitze spielen, ist jetzt dreimal schnell gefallen, brauchen wir natürlich auch Geschwindigkeit, brauchen wir schnelle Spieler, der Manuel Kirche, den haben wir eh schon verpflichtet, Christopher Tratzen ist natürlich schnell, Dovedan ist sehr, sehr schnell, also wie gesagt, da haben wir natürlich in der Offensive Waffen, die wir heute entsprechend ihrer Qualität einsetzen wollen. Und so sind wir noch immer dabei oder haben wir auch versucht, den Kader um Spieler zu ergänzen, die A, die sportlichen Voraussetzungen erfüllen, um das spielen zu können, und B, und das ist mir ganz, ganz wichtig, die den Charakter mitbringen, absolute Teamplayer sind und die das gleiche Ziel verfolgen, nämlich über kurz oder lang den LASK in die Bundesliga zu bringen. Das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Wir brauchen da keine Ego-Trips von irgendwelchen Spielern oder sonstigen, sondern wir brauchen eine Mannschaft, die ein gemeinsames Ziel verfolgt. Und das ist mindestens genauso wichtig wie die sportlichen Voraussetzungen. Weil vorher unterbrochen ist es auch eben der Reiz, weil man hier vorne mitspielen kann in einer Liga, mit einem gesicherten Mittelfeld machen kann, war das der Reiz, auch den LASK, ja, der natürlich schon deutlich war, in Oberösterreich hinaufzuführen. Und ja, sozusagen da. Ja, ich habe mir die Entscheidung, ist jetzt nicht so, dass ich daheim gesessen bin und habe gesagt, ich bin selber was anderes wurscht und ich mache das jetzt einfach aus Hübsch und Tollerei. Also ich habe ja schon, jeder, der mich kennt und viele von euch kennen mich jetzt schon auch Jahrzehnte, sowohl als Spieler wie auch als Trainer, nur ein bisschen kürzer, aber vor allem auch als Mensch. Und ich bin einer, der ja, sich schon die meisten, oder eigentlich auch die meisten Sachen sehr, sehr genau überlegt, was er macht und warum er sie dann macht. Und ich bin jetzt das erste Mal in einer Situation, also das zweite Mal im Jahr davor gewesen, wo ich mir gedacht habe, okay, was sind für mich als Trainer perspektivisch gesehen die entscheidungsrelevanten Dinge. Und ich habe mich auch mit meinen engsten Freunden darüber unterhalten. Und in Wahrheit ist genau das, entscheidungsrelevante Kriterium für mich ist die sportliche Perspektive. Was habe ich als Trainer für sportliche Perspektive? Und da ist oft einmal auch egal, ob das in der zweiten Liga ist oder in der Bundesliga. Und diese sportliche Perspektive, die wir in unseren Gesprächen ja, diskutiert haben, die ist einfach extrem reizvoll. Also der LASK
hat einfach ausgrund der Tradition das größte Potenzial in Oberösterreich, ist ein Club, der natürlich in den letzten Jahren nicht so performt hat, wie sich das viele vorgestellt haben. Und da jetzt einfach mitzuhelfen, ich sage es nur mal so, mitzuhelfen, den LASK wieder salonfähig zu machen im österreichischen Fußball, dann, es waren im Relegationsspiel, muss man sich auch zwischen dritter Liga und zweiter Liga, waren 11.000 Zuschauer, glaube ich, damals gegen Pandorf auf der Google, also Austria Klagenfurt hat jetzt gehabt 4.000 zu Hause, also es ist extrem viel Potenzial da, und dieses Potenzial wieder wachzurütteln, das war in Wahrheit das, was mich dann an dieser Aufgabe so gereizt hat, dass ich da gesagt habe, okay, da möchte ich mithelfen. Es ist ja so, dass ich nicht, auch wie ich noch Ried-Trainer war, blind durch den österreichischen Fußball gelaufen bin. Also ich habe natürlich sowohl die erste wie auch die zweite Liga sehr, sehr genau verfolgt. Auch da, ich meine, das habe ich ja nicht gewusst vor zwei Monaten, dass das so passiert, aber einfach um den österreichischen Markt zu kennen. Du bist ja als Trainer, musst du ja auch die Spieler, egal wo, solltest du die kennen. Und da habe ich natürlich auch die LASK-Spiele verfolgt, sei es am Fernsehen oder halt einmal dort oder da im Stadion. Und habe mich natürlich dann gegen Ende der Saison, wo halt ja, das dann ein bisschen konkreter geworden ist, die Spiele etwas genauer angeschaut. Aber auch da, ich bin nicht jemand, der darauf rumreitet, was jetzt die letzten Spiele oder Wochen war, sondern für mich ist wichtig, was mir die Spieler ab morgen im Training geben. Das war jetzt nicht das erste Mal, dass Spieler, ich erwähne jetzt den Bernhard Janicek in Ried, der ja bevor ich dort Trainer wurde, überhaupt keine Rolle gespielt hat und nur auf der Ersatzbank gesessen ist, und dann ist er zum Spieler der Herbstsaison gewählt worden, weil er einfach eine konstante Größe in der Defensive war. Also für mich ist wichtig, was geben mir die Spieler ab morgen am Trainingsplatz in den Testspielen, und das sind die Kriterien, nachdem ich dann aufstelle. Und nicht, hat jetzt einer im März gegen, weiß ich nicht, Wacker Innsbruck eine super Leistung gebracht oder nicht. Deswegen, wie gesagt, ist mir das egal. Meine Frage war eher Aufbau, einfach gemeint, was du für die Spiele auch erlaubt hast. Also, wie gesagt, wenn man sehen, ist wahrscheinlich auch gesehen bei dem einen oder anderen Spiel. Ich wollte darauf hin abziehen, wo siehst du noch Handlungsbedarf, wo hättest du gerne, ohne Namen zu nennen, die eine oder andere Verstärkung? Ja, da ich bin ein sehr analytischer Mensch, wie ihr jetzt erst wahrscheinlich mitgekriegt habt, sondern da haben wir den LASK genau angeschaut, und der LASK hat mit Mattersburg die beste Defensive der Liga, 36 Gegentore erhalten, also ein Tor im Schnitt erhalten, das ist ja, sage ich mal, sehr, sehr gut, und hat aber nur 1,25 Tore erzielt auf die Saison. Also ich glaube, die zweite oder drittschlechteste Offensive, was jetzt die Tore anbelangt. Und deswegen ist natürlich mit 1,25 Tore wirst du nicht Meister werden können, weil nur 25 werden wir nicht schaffen. Und Gegentore. Und deswegen, wie gesagt, der Manuel Kirchl war jetzt die erste Neuverpflichtung. Ich denke auch, dass so wie wir jetzt spielen werden, dem Nicola Dove dann das etwas besser auf ihn wieder zugeschnitten ist oder etwas besser passt. Natürlich, wie gesagt, der Christopher Tratzan, der sehr, sehr viele Assists hat, aber selber nur 3 Tore erzielt hat, weil er sehr, sehr häufig am Flügel gespielt hat. Auch das, der jetzt mich verfolgt hat, ich erwarte von den Offensivspielern, dass die mehr im Zentrum auftauchen, dort wo die Tore fallen. Und so wollen wir uns eben die Qualität, die wir da haben, wollen wir etwas besser versuchen, in Tore umzumünzen, und werden uns natürlich auch in der Offensive den einen oder anderen Spieler noch hinzuholen. Und man zwangsläufig natürlich in der Defensive aufgrund der Tatsache, dass Sean Berry uns mit großer Wahrscheinlichkeit verlassen wird und Mario Hieblinger jetzt auch nicht mehr am Beginn seiner Karriere steht aufgrund des Alters, wo er hervorragende Leistungen gezeigt hat, müssen wir natürlich auch in der Defensive nachjustieren, und ja, ich denke auch da sind wir schon relativ weit. Aber wir haben es halt noch nicht, wir haben noch keine unterschriftsreifen Verträge vorliegen, deswegen hüten wir uns halt da etwas vorher kundzutun, was noch nicht fix ist. Also das heißt, der Mario Hieblinger ist schon bei den Profis und bei den Juniors vorgesehen als Spieler, je nachdem, wo man. Nein, Mario Hieblinger ist so, steht ja, glaube ich, hier in der Mappe.
wird. Genau, er wird Assistenztrainer in Pasching. Auch da ist auch seinem Wunsch, also er ist jetzt 38, er wird heuer 39, hat die UEFA-B-Lizenz in der Trainerausbildung schon gemacht und möchte sich auch da einmal die ersten Eindrücke verschaffen. Und ich denke, da bieten wir ihm, man ist ein toller Typ, ein super Mensch mit großer sportlicher Qualität. Und auch da wollen wir, baut gerade dort Haus bauen vor den Toren von Linz. Also da wollen wir ihm auch die Möglichkeit geben, nach seiner aktiven Karriere Fuß zu fassen. Und die bietet sich halt jetzt perfekt mit diesem, sage ich mal, Doppelpass als Assistenztrainer in Pasching und noch als spielender Co-Trainer, als Stand-by-Profi, der sich halt noch fit hat, der erstens einmal dort den jungen Spielern extrem viel mitvermitteln kann und sollten wirklich alle Stricke reißen, natürlich auch bei uns jederzeit aushelfen kann. War die Rede von schnell spielen, das ist nicht unbedingt die Stärke von Nein, der hat Vertrag und der Radovan Vujanovic ist der Doktorschütze der letzten Jahre beim LASK und Johnny Soriano ist was anderes wie schnell und ist aber, glaube ich, jetzt das dritte Main-Serie-Spieler des Jahres geworden. Also es ist, wenn man die Mannschaft zusammenstellt, das hilft jetzt nicht, wenn alle schnell rennen können. Du brauchst auch eine Spielstation vorne, der mal Bälle sichern kann, der vielleicht die anderen einsetzt und er aber wieder der Nutzen davon ist. Also, ich denke, dass er ein sehr, sehr wertvoller Spieler für uns werden kann, einfach mit seiner unglaublich großen Abschlussqualität, die er hat. Also, dass die positive Performance der Abwehr in der abgelaufenen Saison angesprochen, wenn jetzt der Bärle weg ist, wenn der Mario zu den Juniors geht, wenn der Konadi weg ist, der ja auch oft gespielt hat in dieser Vierer-Kette, eigentlich muss man ja trotz dieser guten Performance nach hinten eigentlich auch wieder beginnen. Neuholz ist aber ja eine Anfrage. Ja, natürlich hat das sehr, sehr gut zusammengespielt. Das ist aber jetzt nicht immer nur die Abwehrkette, sondern in Wahrheit ist die ganze Mannschaft, auch im Mittelfeld. Und es beginnt ja schon vorne. Aber natürlich müssen wir da zwangsläufig uns ergänzen. Aber wir haben mit Luke Neder und Hager zwei junge Spieler in der Hinterhand, die sehr, sehr viel Qualität mitbringen, die Chance bekommen. Aber wir werden uns natürlich auch den einen oder anderen Spieler noch dazu holen, um das zu gewährleisten, dass wir defensiv stabil sind. Und ich denke, wir haben mit Pavao Perwan den besten Torhüter der zweiten, der heute für morgen ersten Liga. Und den haben wir ja langfristig an uns gefunden. Gut, ich bitte jetzt um die letzten Fragen der Medienvertreter, die letzten drei Fragen, wenn es überhaupt noch welche gibt. Gegen USA oder gegen Gibraltar? Gibraltar kann es nicht. Also, wenn wir 7-0 vorne sind, dann mache ich es. Ich werde mal auf die Bahn legen und ab dem 7-0 werde ich anfangen. Ich glaube, am Skruner gegen Gibraltar. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich bei den Medienvertretern fürs Kommen. Bedanke mich auch bei den Gesprächspartnern. Danke.